Ja, richtig gesehen. Es friert oder es hat gefroren oder es war um den Nullpunkt jedenfalls rum. Hier ist überall Eis. Da oben auf den Garagen, überall Eis. Mir ist total kalt und wir müssen jetzt mit dem Rad zur Schule. Guten Morgen, der morgendliche Stress beginnt. Seid ihr alle gut drauf? Nein. Was ist los? Nee, der Rest ist zugemacht und dann war das Innere richtig fest da drin. Das ging nicht vor, nicht zurück. Er hat sich selbst erwürgt. Sie kriegt die Tür dicht zu. Und, bist du gut drauf? Aha. Hast du Lust zur Schule? Aha. We are the future. Aha. Hey, hast du ja auch bei Fridays for Future auf die Mütze? Irgend so eine Demo. Mama kämpft mit ihrem Rad. Ich kämpfe gar nicht. Ash kämpft mit den Handschuhen. Und womit kämpfe ich? Ach ja, mit dem Wachwerden. Mir ist das alles zu früh. Spätaufsteher. Und du bist ein Frühaufsteher, ne? Ich bin Frühaufsteher immer gewesen, ja. Dafür verpasst sie auch abends jede Serie, die wir gucken. Das stimmt nicht. Das gibt's nicht. Mein Sattel ist gefroren. Gefrorener Sattel, kriege ich dann einen knackigen Arsch? Der Nebel des Grauens ist nah. Ja, wir haben es tatsächlich ein bisschen neblig hier heute Morgen. Also ich weiß nicht, wie die Sichtweite ist, aber ich war... Wir mussten jetzt schnell mal hier in die Schule reinkommen. Hoffentlich sieht uns hier keiner. Weil Ash, der hat hier schon einen zweiten Helm versiebt, ne? 2 Wochen, 2 Helme. Er kommt also zur Schule und lässt dann alles hier hängen. Also Helm, was hat er vorher? Turnbeutel, also der zerstreute Professor. Ja, also der hat ja hier von Max den Helm mitgehabt. Ja. Den haben wir jetzt schon mal wieder geholt. Und jetzt müssen wir noch einen Helm finden. Sein Helm. Komm, wir gehen auf die Suche. Schon sind wir hier mitten im Wald. Der Nebel lichtet sich langsam. An einigen Stellen war schon kein Nebel mehr. Hast du das gesehen? Mhm. Also manchmal konnte man die Hand vor Augen nicht sehen. An anderen Stellen gar nichts. Hier kommt langsam die Sonne durch. Und wo wollen wir jetzt hin? Zum Haus. Ich muss die Mülltonne rausstellen, die grüne. Okay. Die wird getauscht. Und ich muss mal auf Klo. Das schneidest du aber raus, ne? Wer sein Fahrrad liebt... Das ist so ein Schwächling. Ich hab's nicht geschafft. Schiebt! Ja. Und jetzt ist der Berg vorbei, wir können weiter radeln. Das ist ja das Schlimmste, ne? Den ich hier hatte. Aber der Berg ist auch echt übel hier. So, ich hatte jetzt die Idee, dass wir eigentlich, wenn wir schon ins neue Haus fahren, doch das erste Mal frühstücken können. Schnucki, was hältst du davon, ne? Wir holen uns jetzt hier mal ein bisschen Frühstück auf die Schnelle und dann frühstücken wir da. Eigentlich hatte ich mir ja mein Porridge schon gemacht und der steht fertig im Kühlschrank, aber das ist bei uns zu Hause. Da es jetzt ins neue Haus geht, muss ich erstmal hier so ein paar Utensilien holen, damit ich mir mein Porridge neu anrühren kann. Und das ganze Zeug kriegt Max dann in seinen Kühlschrank, hat auch was zu essen. Erstmal ein paar Äpfel. Cashewkerne dürfen natürlich in dem ganzen Mix nicht fehlen. Hier haben wir sie. Und was man natürlich zum Porridge braucht, Quark. Heute mal die kleine Packung. Ich esse das eh nicht alles auf. Und weil es natürlich auch für die entzündungshemmenden Stoffe im Körper gut ist, Leinöl habe ich zu Hause, aber nicht in einem neuen Zuhause. Also brauchen wir noch eine Orange. Orange, check. Ganz wichtig sind natürlich auch noch mal hier so ein paar Rosinen. Sultaninen. Das frage ich mich schon immer, was ist der Unterschied zwischen Sultaninen und Rosinen? Also das sind ja Weintrauben letzten Endes, kommen die einen aus Sultanien und die anderen aus Rosinien. Keine Ahnung. Also kennt jemand den Unterschied? Könnt ihr jetzt googeln, aber ich habe da jetzt keine Lust. Ich habe auch gerade keinen Computer mehr, glaube ich. Also ich habe gerade keinen Computer dabei. Haferflocken. Ohne Haferflocken kein Porridge. Haben wir alles? Ja. Eine Zitruspresse. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier eine Zitruspresse gibt. Hast du irgendwo eine gesehen? Nee. Schnucki, hast du dir etwa Zuckersaft geholt? Ja. Fruchtliebe Sauerkirsche. Fruchtsaftgehalt 50%. Mehr nicht? Mm-mm. Und Zitruspresse gefunden. Ist doch alles da. Und jetzt kann das Frühstück beginnen. Ach nee, ein Kartoffelschälmesser nehme ich noch mit. Muss ja noch mal einen Apfel schneiden. Und auf geht's zur Kasse. Wir haben alles und gleich gibt's Frühstück. Und wir müssen noch mal rein, wir haben nämlich was vergessen. Wir haben kein Feuer im neuen Haus. Jetzt wird Feuer gemacht. Alter, was für ein Lärm! Das ist jetzt mal hier ein ganz neues Gefühl. Hier ist zwar Baustelle, aber wir kommen nicht zum Basteln her, sondern einfach zum Frühstücken. Und wir gehen nach oben zu Max, weil hier halt überall Baustelle ist.
Also, hier hat sich ja noch nichts weiter... Hey, hier ist ja unser Frühstückstisch. Wollen wir doch hier frühstücken? Ne, wollen wir nicht. Wir gehen hoch zu Max. Als Max hier sein Sofa aufgebaut hat, da haben ja hier zwei Kissen gefehlt. Und Schnucki, du hast die von Ikea neu geholt, ne? Ja. Passen die da rein? Ja. Muss ein bisschen gequetscht werden. Ja. Erstmal das Sofa hier zu Ende bauen. Und dann gibt es gleich Frühstück. Also ich werde jetzt erstmal hier mein Porridge machen. Hier sind die ganzen Zutaten dazu. Eigentlich bräuchte ich dann mal eine große Schüssel. Hat er sowas schon hier? Alter, wie fett ist denn die Orange hier? Gerade eben, als wir hierher gefahren sind, da kam von rechts ein Auto und der dachte nun, er hat Vorfahrt. Wir aber sind auf so einer beruhigten Straße irgendwie gefahren, so eine Fahrradstraße. Das heißt also, da haben Fahrräder Vorfahrt. Und er dann so die Hände hoch, so, ah, was soll das? Und bin ich einfach direkt bei ihm vor dem Auto angehalten. Bin vom Fahrrad runter und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gefragt, so, was soll das? Ist nicht so gut, so früh am Morgen sich so aufzuregen. Und zum Schluss haben wir alle gelacht und sind weiter unseres Weges gegangen. Da habe ich doch mal wieder zwei Leuten den Tag gerettet. So, und jetzt muss ich hier gleich erstmal meinen Tag retten, wenn ich nicht gleich was zu essen kriege. Ach so, und passend dazu, dass wir hier bei Max sind, hör zufällig den richtigen Pulli an. Das passt ja. So, mein Schnuggi hat denn da jetzt das Sofa zu Ende gebaut. Das passt ja doch, ne? Die Kissen sahen erst ein bisschen zu hoch aus. Ich glaube, die müssen auch richtig fett sein, die Kissen. Und was ist hier? Das ist doch viel zu lang. Das steht doch mega über hier. Das muss doch viel weiter nach da. Passt? Ja. Oh, ich weiß nicht. Kann man von da holen. Naja, ist halt Ikea, ne? Oh, schon Ikea ist toll. Ja, ja. So, guten Appetit. Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Du kannst noch nicht anfangen. So gemütlich haben wir das hier. Mit Kerzenschein gibt es hier gleich Frühstück. Und es ist alles fertig. Und diese Stühle sind viel zu klein. Oder der Tresen ist zu hoch. Nein, ich bin zu klein. Also noch tiefer geht's auch. Hallo, ich kann auch hingehen. Guten Appetit. Och Mensch, so schade. Unser Frühstück ist schon fertig. Und das habe ich jetzt noch hier gesehen. Hier gibt es, das gibt es bei uns zu Hause irgendwie nicht, Eisblumen am Fenster. Ich weiß gar nicht, eigentlich ist das ja kein so ein gutes Zeichen für Fenster, wenn da von außen Eis dran ist. Noch schlimmer wäre es, wenn von innen Eis dran wäre. Also, ich meine, das taut ja auch wieder weg. So, wollen wir nach Hause? Ja. Also in unser zweites Zuhause? Ja. Dann müssen wir jetzt eigentlich nach unten gehen. Also wir, oder in unser drittes Zuhause? Also, ab nach Hause. So, Schnucki, aufsatteln. Geht ab nach Hause. Ja. Und dann geht's an die Arbeit. Ich hab's geschafft. Den Horrorberg hier. Bin ich mit dem Rad hoch. Das so, mal eben da anrufen und fragen, wann unsere Fenster kommen. 3 Wochen hieß das. Ist, glaube ich, schon 3 Wochen her. Sprachbox. Wollen wir mal starten, hier ein paar Videos schneiden und was sonst so alles anfällt. Auf geht's. Zu den Kommentaren. Und zwar zu Überprüfung ausstehende Kommentare. Dazu muss ich sagen, hier, die Kommentare, die werden bei uns auf jedem Kanal erstmal einem Check unterzogen. Wir haben dafür so eine Schwarzliste erstellt, die ist so lang. Da stehen lauter Begriffe drin, die YouTube für uns alle rausfiltert. Allerdings, ich weiß nicht, wodurch das jetzt kommt, filtert YouTube als auch irgendwie noch mehr daraus. Zum Beispiel hier steht ja nicht irgendwas Komisches drin, bei wow, echt geil, wo ihr da unten seid, das wäre was für mich und meine Eltern. Davon haben wir gar nichts im Filter stehen und trotzdem wird das jetzt rausgefiltert. Ja, okay, fangen wir mal an. Also hier, Kerstin Streich, die schreibt mir hier, lieber Adrian, bitte lass mal dein Blut auf Vitamine testen. Ich hatte mich auch lange schlapp und müde gefühlt. Bei mir waren vor allem D und B12 sehr gering, musste unbedingt ergänzt werden. Nun geht es mir wieder viel besser. Liebe Grüße, Kerstin Streich. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich war schnell mal shoppen. Vitamin B12. Vitamin D3. D und D12. Haben wir schon mal hier alles am Start. Benutze ich auch bloß im Sommer nicht, weil hier Vitamin D wird ja durch die Sonne gebildet. Und B12, keine Ahnung. Also man weiß ja auch gar nicht mehr, was man da alles an Sachen in sich reinschüttet. Also geht jetzt im Winter wieder los. Vielen Dank, Kerstin. Ich werde das mal berücksichtigen. Vor allem mal das Blut testen. Das wird bestimmt interessant. So, und dann hier Dominik Eigen habe ich eben vorgelesen. Und hier schreibt Dominik nochmal, hab schon gehört, dass Chrissy eventuell vielleicht bei euch in euer neues Haus einzieht, wäre echt mega. Ich vermute mal, dass
tut sie nicht. Also sie wird oft da sein, aber das ist sie ja hier auch. Aber sie wird wahrscheinlich nicht bei uns einziehen. Also ich habe es ihr ja angeboten. Ich hätte da also ehrlich nichts dagegen. Das ist ja eine Wohnung für sich. Max hat ja da sein eigenes Reich und da ist auch Platz genug. Aber das müssen die wissen, deren Sache. So, jetzt geht's weiter hier mit J-Ecki-HF. Das war die FFF-Demo mit dem Thema Kerzenverbrennen anstelle von Öl. Gut, da habe ich schon mal in einem anderen Kommentar gelesen. Wer nachts demonstriert, da kann man nicht lesen, um was das geht. Da habe ich auch gedacht, so, da ist ja auch was dran. Ne? Aber wenn ich jetzt hier lese, Thema Kerzenverbrennen anstelle von Öl, vielleicht haben die da die Kerzen hochgehalten oder so. Ich habe vor lauter Blaulicht nicht gesehen, ob da noch was anderes hell war. Warum ist Adi kein Brot? Fragt hier Lev Love. Ich esse kein Brot, weil da Kohlenhydrate drin sind. Und Kohlenhydrate werden vom Körper zu Glucose verstoffwechselt. Ich glaube, das war Glucose. Jedenfalls zu dem gleichen Zeug, zu dem auch Zucker verstoffwechselt wird. Also Kohlenhydrate sind Zucker. Und Zucker habe ich ja schon seit 2 Jahren gestrichen. Das ist jetzt bloß nochmal eine Erweiterung des ohnehin schon keinen Zucker mehr Essens. Ja, das war nicht auch alles. Wer klingelt hier? Ja, ich glaube, einen ganzen Tag braucht er nicht, weil also an Vorarbeiten ist da wirklich alles. Wir haben da alle Schlitze schon gemacht. Es muss da wirklich, es müssen nur ein paar Kabel verschraubt werden, also verbunden werden. Das ist ja für einen Elektriker, sag ich mal, täglich Brot. Ich glaube, da ist er in ein paar Stunden mit durch. Das ist ja nicht so viel. Also ich sag mal, ja, um den frühestmöglichen Termin wären wir also schon glücklich, weil wir kommen da jetzt quasi nicht mehr weiter, weil da es ging ja vorher ging das nicht wegen dem Doppel-T-Träger, der hat gefehlt da, mit den Schlitzen und so, das hatte mir ja der Kollege doch erklärt. Das wäre auch für ihn gut, da durch den Träger durchzugehen dann. Ja, diese Woche ist auch nicht mehr sehr lang, ne? Morgen ist frei. Schnucki Montag ab 12, Elektriker. Alles klar, Dankeschön. Jo, tschüss. Schreibst du das mal irgendwo auf da, dass wir Montag um 12 da sind denn? Und jetzt geht's weiter. Das war also der Elektriker, der hat jetzt hier mir gesagt, wann er kommen möchte, kann, wann er Zeit hat. Ich wollte noch sagen, ich habe schon mal geschrieben, dass man Kohlenhydrate braucht für die Kraft und dann haben sie mir geschrieben, dass wenn man Sport macht, dann braucht man keine Kohlenhydrate, aber sie gehen ja fast immer draußen spazieren. Viele Grüße, Sali. Also, Sali, ich glaube, ich habe nicht geschrieben, dass man keine Kohlenhydrate braucht, wenn man Sport macht, sondern dass man, wenn man Sport macht, Kohlenhydrate braucht. Also, wenn man sich anstrengt, braucht der Muskel Power. Also hier, der. Und wenn man keine Kohlenhydrate isst, hat er keinen Power. Das ist schlecht. Also ich habe ja diesen Kohlenhydrateverzicht, weil ich mich eben nicht so viel bewege. Also so wie jetzt gerade. Ich sitze hier halt viel, schneide viel und wenn ich halt draußen bin, ich mache ja keinen Leistungssport. Und so ein bisschen spazieren gehen, dafür braucht man ein paar Kohlenhydrate, aber ein paar sind ja auch schon überall drin. Selbst in dem Eiweißbrot sind ja Kohlenhydrate drin. Ich will halt nur weniger essen. Also nicht gar keine, sondern weniger. Gar keine wäre echt hart. Also das mache ich nicht. Und hier schreibt der gleiche Sali nochmal, Adi, Sie sind gar nicht fett. Das kann ich nur gut kaschieren, zum Beispiel durch schwarze Pullis. Also dicke Leute tragen ja gerne schwarz. Ich finde auch schwarz gut, alleine schon deswegen muss ich sagen, also dunkle Sachen, nicht nur schwarz, gehöre ich doch zu den Dicken. Und wenn ich mich mal so insgeheim so vor den Spiegel stelle und keiner guckt, na gut, also danke, dass du mir sagst, dass ich nicht fett bin. Vielleicht hast du noch nicht richtig hingeguckt oder so. Na egal, lass das mal so. So, Nefz hat schon wieder dreimal, viermal, da und der nochmal. Hoffentlich werden in ihrem Kanal die Kommis deaktiviert. Hä? Zuerst sagt er mir hier, lieb und nett, sie sind gar nicht fett. Und davor schreibt er was mit Kohlenhydraten. Und jetzt schreibt er hier, hoffentlich werden in ihrem Kanal die Kommis deaktiviert. Und dann schönen Tag noch. Ich glaube, Sali heißt du ja. Ich glaube, da hast du ein Wort vergessen. Hoffentlich werden ihrem Kanal nicht die Kommis deaktiviert. Ansonsten macht dieser Satz und was du auch sonst so geschrieben hast, gar keinen Sinn. Also, das lassen wir mal alles drin hier. Und dann schreibt er nochmal hier, sie sind kein Superman, sondern Adi-Man. So, Schnucki, ich habe einen coolen Merch für mich. Ja. Superman-Logo, durchgestrichen, Adi-Man. Ja.
Lass es lieber. So, hier, Max Heinze schreibt, du nimmst nicht immer gleich wieder zu, wenn du wieder Kohlenhydrate isst. Wenn du über längere Zeit keine gegessen hast und dann wieder welche isst, dann nimmt dein Körper wieder mehr Wasser auf und das wiegt logischerweise auch. Und wenn du wirklich weiterhin abnehmen willst, musst du nicht nur auf die Kohlenhydrate achten, sondern auch auf die Kalorien und Fett. Es bringt nichts, wenn du keine Kohlenhydrate isst, dafür aber in anderer Form ganz viele Kalorien zu dir nimmst, beziehungsweise dafür dann die doppelte Menge an Fett. Dann nimmt man nämlich auch zu. Nur mal so als Tipp am Rande. Ansonsten sehr cooles Video und zeigt bitte immerhin weitere Updates von eurem Haus. Also, da habe ich ja natürlich auch schon was drüber gelesen. Und zwar geht es dabei natürlich zum einen so, Kalorien sind natürlich ein Treibstoff für den Körper und das, was man nicht verbrennt, das wird dann auch irgendwo angelegt. Hier in der Weizenwampe. Aber wenn der Körper mehr Fett isst anstatt Zucker, dann wird der komplett auf Fett umgestellt. Das heißt, der Körper nimmt sich viel mehr Fett für die Verbrennung und zwar auch dann das Körperfett. Und ich habe es ja bei mir gemerkt, die ersten Tage, ich habe also in einem Monat 5 Kilo abgenommen, nicht zu. Würde das hier stimmen, was du hier schreibst, würde man ja zunehmen. Nun kann ich natürlich nicht sagen, vielleicht ist das für eine kurzfristige Diät gedacht, dieses ketogene Essen oder Keto, irgendwie so. Und auf lange Dauer vielleicht dann doch. Kein Plan. Ich denke mal, das Einzige, was wirklich zählt, ist Bewegung, allgemein nicht zu viel essen, viel trinken und kein Stress. Das habe ich auch gelesen unter dem Thema Weizenwampe. Wer Stress hat, wird fett. Also das ist auch einer der Teile. Ja, aber meistens ist das ja so, wenn man Stress hat, dann hast du auch keine Zeit, gesund zu essen, schaufelst dir gleich die nächste Pizza, Döner, Weißzeug vom Imbiss rein und das macht natürlich auch dann wieder fett. So, also ich denke, grundsätzlich zum Abnehmen gehört eine einzige Sache und das ist irgendwie Bewegung. Wer sich nicht bewegt, verfettet halt. Und da bin ich halt nicht so gut aufgestellt. Das ändern wir dann. Okay, komm schon, stottern. Das ändern wir dann mal. So, Luis Juni hier fragt, was? Nee, macht Willi auch sowas als Beruf? Also Willi, der ist da gut ausgebildet. Der ist so ein Allround-Talent, glaube ich. Aber ich glaube, Russen können das sowieso, ne? Die bauen dir auch mit nichts und ein Stück Papier ein Haus. Also während alle anderen viel Geld ausgeben und viel hier und da und so fort, da sind die Russen viel einfallsreicher. Dazu gibt es ja auch so eine Frage, geht das noch? Ja, genau, die NASA hat irgendwie so und so viele Millionen Dollar ausgegeben für einen Stift, der im Vakuum schreibt. Die Russen benutzen einen Bleistift. Fand ich cool. Obwohl, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist bestimmt nur so ein Witz. So, Carola Ernst schreibt hier, einzig bei den Videos von einzelnen wenigen Videos mit Kindern soll es weiterhin möglich sein, zu kommentieren. Zu diesen YouTubern halte das Unternehmen, aber hatte, heißt das wohl, direkten Kontakt und verpflichtet sie, die Kommentare unter den Videos aktiv und effizient zu moderieren. So steht es im Internet. Bei Ash sind die Kommentare übrigens wieder aktiviert. Carola, das ist so. Hatte ich ja schon erklärt, glaube ich, im letzten Video. Aus irgendeinem Grund waren die da deaktiviert. Und man kann ja genau beim letzten Video, man kann in diesen Einstellungen bei YouTube ja selber auch die Kommentare alle aktivieren bzw. deaktivieren. Und bei diesem deaktivierten Video haben wir gar nicht erst versucht, das wieder zu aktivieren, weil wir gedacht haben, so okay, jetzt hat es uns auch getroffen, okay, dann ja, Pech gehabt. Aber dann habe ich halt YouTube angeschrieben, habe da mit einer sehr netten Frau gechattet und das stimmt nicht so, dass man immer nur so platte Antworten bekommt. Sondern die hat sich wirklich Zeit genommen, hat sich das alles angesehen und hat dann auch gesagt, das können sie auch selber deaktivieren. Und dann haben wir über das, was du in irgendeinem vorhergehenden Kommentar geschrieben hast, noch geredet. Und zwar über dieses aktiv, hast du hier irgendwas davon geschrieben, ne? Aktives Kommentieren oder irgendwie so. Es geht darum, dass man nicht einfach alle Kommentare durchlässt, sondern dass man erstmal generell alle Kommentare selber zur Überprüfung zurückhält. Diese Einstellung gibt es bei YouTube ja auch. Und wenn man das macht, muss man natürlich jeden einzelnen Kommentar durchlesen und auf so eine arschigen Inhalte überprüfen und die dann eben schlecht sind, löschen. Und die gut sind,
durchgeben. Das ist das, was die von YouTube mir geschrieben hat, was die unter aktivem Kommentieren verstehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man einen Moderator hat, der irgendwo in einem Kanal was moderiert. Das hat überhaupt keine Bewandtnis, sondern erstmal alles blockieren, dann prüfen, das Gute durchgeben und so soll das funktionieren. Ob das dann wirklich so nachhaltig funktioniert, kein Plan. So, ich vermisse die Videos, 20 Minuten plus, aber trotzdem tolles Video. Darauf hatte ich, glaube ich, den Grund geschrieben, dass irgendwelche Leute, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja mit irgendwie kurzen Videos angefangen, dann habe ich mal 10 Minuten und dann mal 12, 15 und irgendwann habe ich dann mal so viel aufgenommen, dass da so ein 40-Minuten-Vlog draus wurde. Und dann habe ich gesagt, gut, dann haue ich das jetzt alles mal raus, weil morgen kommt schon wieder was Neues. Und in einem 40-Minuten-Vlog oder 30 Minuten, da ist halt die Zeit 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Und wenn man in einem 10-Minuten-Vlog viermal Werbung machen darf, ohne dass es jemanden stört, dann ist natürlich 4 mal 2 achtmal und mal 2 zwölfmal. Das Problem ist bloß, wenn man jetzt sein Video anguckt, also nicht das Video, man sieht ja diese gelben Punkte und dann sieht man hier Punkt, 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 und der einfach gestrickte Mensch denkt dann so, bah, willst du mich verarschen, 12-mal Werbung da, und dann denkt er so, das ist ein 10-Minuten-Video, sieht aber gar nicht, dass das viel länger ist und haut mir hier so ein Gift in die Kommentare. So, ich habe dem dann auch geschrieben, da soll man einen Handwerker bestellen. Für eine Stunde bezahlt er ungefähr 50 Euro. Und wenn er denn 2 Stunden bleibt, dann soll er immer sagen, so, bist du bescheuert, hier 100 Euro, du kriegst nur 50. Dann sagt der Handwerker, ja, viel Spaß mit meinem Rechtsanwalt. So, und in diesem Fall ist das auch so. Ich habe einfach eine 3-mal so lange Bearbeitungszeit. Und da darf man denn, dieses Recht nehme ich mir da einfach mal raus, auch 3-mal so viel Werbung reinhauen. Ob das jetzt einen Sinn macht oder nicht, lass mal dahingestellt sein. Aber, also ich habe ja gerade eben was von Abnehmen erzählt, vielleicht sollte ich gar keine Werbung reinschalten, dann habe ich auch kein Geld mehr, um mir was zu essen zu kaufen. Schnucki, das mache ich. Aber dann laufe ich auch Gefahr zu verhungern. Und ich kann auch meinen Jungs nichts mehr kaufen. Nee, also das geht nicht. Also, zu diesen, also jetzt habe ich erstmal hier, Sabrina, was hat denn überhaupt geschrieben? Im TV kommt ja auch Werbung, da wird auch gemeckert und trotzdem guckt man weiterhin TV. Also im Fernsehen, wir haben das ja letztens gehabt, da haben wir irgendwas im Fernsehen geguckt. Genau, weil irgendeiner geschrieben hatte, dass wir im Fernsehen sind. Und dann haben wir uns da diese Sendung angeguckt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann kam da Werbung und Werbung und Werbung und nach jedem Mal habe ich dann gedacht, jetzt hört sie auf. Nee, dann ging es weiter. Ich glaube, das war eine Viertelstunde nur Werbung. Das könnte ich ja auch mal machen. Ich mache einfach mein Video, eine Viertelstunde Werbung und dann fängt das Video an. Das ist doch scheiße. Also und deswegen, gut, was du hier jetzt geschrieben hast, da meckert man auch, tut sich's aber trotzdem an. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich im Fernsehen Werbung habe, dann gehe ich erstmal auf Klo oder ich hole mir einen Apfel oder ich schalte um und dann später wieder dahin zurück. Scheiße. Irgendwann gerade ist meine Kamera ausgegangen. Ich muss mal eben gucken, bis vorhin ich aufgenommen habe. Na supi, das passte mir jetzt mal gar nicht in Kram, aber der Akku war leer. Der Akku-Leer-Counter freut sich. So, es ging um die Werbung gerade, ne? Ich habe noch viel weiter erzählt hier. Ich habe das gar nicht mitgekriegt und habe hier weiter erzählt und erzählt und erzählt. Habe ich halt so ein bisschen mit der ausgeschalteten Kamera gesprochen. So, Werbung. Kommen wir zum nächsten Punkt hier. Basti schreibt hier, das mit zur Überprüfung zeigt nicht lange Wirkung. Das haben etliche schon gemacht. Aber nichts geholfen. Mein Angebot mit dem Kommisystem steht weiter wie bisher. Also, wenn man nackte Kinder zeigt und man hat dann die Kommentare zur Überprüfung zurückgehalten, überprüft die und gibt nur die guten frei, dann, das geht natürlich auch nicht. Es sollen da keine nackten Kinder gezeigt werden. Und auch nicht halbnackte und auch nicht irgendwie beinfrei, sondern nix. Also, komplett angezogen. Deswegen trage ich jetzt auch immer Kapuzenpullis, damit ich mich ordentlich zuschnüren kann. So, vielleicht nehme ich auch hey, diese Burka, das ist das. Man muss einfach eine Burka anziehen, dann läuft man keine Gefahr mehr, bei YouTube irgendwie schlecht anzustoßen. Das Video ist jetzt über eine halbe Stunde lang durch dieses Kommentar-Ding, soll ich euch jetzt auch. Ciao! Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte das immer alles fleißig. Ciao! Möchtest du auch mal Tschüss sagen? Tschüss! Und dann kann ich das direkt heute schneiden und hochladen.